Beetmännchen, die wollte ich im letzten Jahr schon machen, aber da ist uns irgendwie die Zeit weggelaufen. Und jetzt hat mich eine liebe Abonnentin, die Sabine, da wieder daran erinnert und gefragt, machst du Beetmännchen? Und ich gesagt, ja klar, dieses Jahr mache ich wirklich Beetmännchen. Wir kennen die ja aus Hessen, mein Mann kommt ja aus Hessen und da kommen ja auch die Beetmännchen her. Und eigentlich sind es die besseren Marzipankartoffeln. Richtig lecker und ganz einfach gemacht. Und dafür brauche ich 400 Gramm Rohmarzipan, weil ich möchte ganz viele machen, weil ich finde, das ist eine wunderbare Geschenkidee. Ihr könnt das überall mit hinbringen, schön in Tütchen verpackt. Und ich brauche 80 bis 100 Gramm Puderzucker, 4 Esslöffel Flüssigkeit und zwar Rosenwasser und Amaretto. Wer jetzt kein Amaretto nehmen möchte, der nimmt dann nur Rosenwasser. Und Amaretto brauche ich nachher noch zum Bestreichen und ich brauche nachher noch Eiweiß und Puderzucker zum Einpinseln. Und ich brauche natürlich halbe Mandeln. Und ich habe jetzt hier unterschiedliche. Einmal habe ich hier gekaufte ohne Haut und ich habe mir welche selber abgezogen. Dafür habe ich Mandeln mit Haut einfach 3 Minuten eingekocht und rausgeflitscht. Und das Schöne daran ist, die sind dann ein bisschen weicher. Ihr müsst die dann aber wieder trocknen lassen. Aber die lassen sich besser halbieren als schon die fertig gekauften ohne Haut. Die sind sehr hart und das ist immer ganz schwierig, die zu halbieren. Deswegen empfehle ich, die mit Haut zu nehmen und selber einzukochen. Und ich brauche jetzt nur mein Rohmarzipan mit dem Puderzucker und mit meinen Flüssigkeiten verkneten. Und dann kann ich schon anfangen, Beetmännchen zu machen. Nach dem Durchkneten habe ich jetzt meinen Teig geteilt und mache mir eine Schlange, damit ich meine Bällchen ausstechen kann. Und die sollten so groß sein wie kleine Walnüsse. Und bei dem Rosenwasser, das bekommt ihr wunderbar im Asialaden oder ihr fragt einfach mal in eurer Apotheke nach, da bekommt man das auch. Und wer jetzt sagt, ich möchte gar nicht nur Marzipan verwenden, weil mir das vielleicht ein bisschen zu süß ist. Der kann den Teig auch strecken mit Mehl und gemahlenen Mandeln. Dann könnt ihr auch so ein bisschen die Süße bestimmen, weil das Mehl ist ja nicht süß. Und dann werden die nicht ganz so süß. Aber ich finde, die schmecken so im Originalen einfach am besten. Und jetzt mache ich mir erstmal meine Kügelchen fertig, bevor ich mit den Mandeln weitermache. Ich habe schon mal ein bisschen angefangen und 8 Beetmännchen sind schon fertig. Ihr nehmt euch einfach eure Kugeln und das Marzipan klebt natürlich und das muss auch so sein, sonst würden eure Mandeln an dem Beetmännchen gar nicht halten. Und ihr nehmt euch 3 Stück und drückt die einfach an der Seite dran und die halten dann wunderbar. Die braucht ihr auch nicht da rein quetschen, sondern nur oben drauf. Und dann kommen die erstmal auf Backpapier, entweder direkt auf ein Backblech oder eben auch auf einen Gitter oder ihr lasst die einfach so in der Küche stehen. Ich brauche meine Backbleche gleich noch, deswegen habe ich jetzt das Gitter genommen. Jetzt pinsel ich die ein mit Amaretto. Ihr könnt das aber auch mit dem Rosenwasser machen. Und dann müssen die erstmal trocknen. Und zwar am besten über Nacht oder wenn ihr wie ich die am frühen Morgen macht, dann reicht das, wenn die bis zum Nachmittag, frühen Abend schön in der Küche stehen bleiben und einfach vor sich hin trocknen. Nachher werden die ja noch bestrichen mit Eiweiß und mit Puderzucker, bevor die kurz in den Backofen gehen. Ich bette gerade meine Beetmännchen um. Ich habe die ja aufs Gitter gelegt zum Trocknen. Wenn ihr die direkt aufs Backblech legt, dann braucht ihr das natürlich nicht machen. Jetzt habe ich mein Ei getrennt und ich brauche ja nur das Eiweiß. Und dazu gebe ich jetzt noch einen guten Esslöffel Puderzucker, verrühre mir das schön und werde die Beetmännchen da jetzt noch schön mit einstreichen. Dann gehen die für 10 Minuten in den Backofen bei 150 Grad Ober- und Unterhitze, bis die so schön goldbraun sind. Kann auch schon mal 12 Minuten dauern.
40 kleine goldbraun gebackene Beetmännchen sind fertig. Und ich mache jetzt hier gerade Platz in meiner Keksdose. Die füllen sich ganz schön und das riecht total lecker. Wenn ihr die Beetmännchen mal nachmacht und die aus dem Backofen holt, dann müsst ihr die auf jeden Fall auf dem Backblech auskühlen lassen, weil die sind nach dem Backen ganz weich. Also lasst die erstmal stehen, bis die ausgekühlt sind. Und dann könnt ihr die runternehmen und in eure Keksdosen stecken. Wenn ihr da was von haben wollt, dann versteckt die am besten. Aber die sind auch wunderbar zum Verschenken. Ich hoffe, die Beetmännchen haben euch gefallen. Wenn du jetzt zuschaust und das zum ersten Mal, lass mir doch einfach ein Abo da, weil es kommen noch ganz, ganz viele leckere Rezepte. Und ich habe ja schon ganz viele leckere Rezepte, wie zum Beispiel die Orangensterne oder hier die Marmorkipfeln mit Tonkabohnengeschmack, auch total lecker. Und hier habe ich noch Lebkuchenkekse, aber die seht ihr das nächste Mal. Und jetzt verstaue ich erstmal meine Beetmännchen und vernasche natürlich ein paar. Bis dahin, eure Bea.